Um 7 Uhr in der Früh herrscht im Stützpunkt der Wiener Verkehrsabteilung bereits ein reges Treiben. Der Morgenverkehr hat bereits die ersten Unfälle hervorgebracht. Verkehrspolizist Günther wird zu einem kuriosen Unfall gerufen. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im 3. Bezirk. Ja, genau das wissen wir auch noch nicht. Wir wissen nicht, wer verletzt ist. Geschlecht, gar nichts. Vom Zeitpunkt des Notrufes zählt jede Sekunde. Verletzte Personen werden zwar schnellstmöglichst von der Rettung geborgen, dennoch muss der Unfallort möglichst rasch abgesichert und geräumt werden. Insbesondere ausgeronnenes Öl und Wrackteile auf der Fahrbahn stellen für andere Verkehrsteilnehmer eine große Gefahr dar. Polizisten vom Stadtpolizeikommando Wien-Landstraße haben bereits erste Absicherungsmaßnahmen unternommen. Die Aufnahme über den Unfallhergang ist die Aufgabe des Unfallkommandos. Servus, hallo. Servus. Servus. So. Also folgendes ist passiert. Der Rode ist hinter dem weißen Bus. Okay. Der weiße Bus hat auf der Höhe einfach abbremst, ist aber ein bisschen langsamer geworden. Der ist nicht mehr gebremst, ist einfach hinten reingefahren. Okay. Er ist verletzt, er ist im Schutterhahn verbrochen worden. Der Lenker von dem Auto ist dann ein bisschen weiter gefahren, ist dort stehen geblieben, hat das Auto zugesperrt und ist davon gerannt. Und ist noch immer auf der Flucht. Beziehungsweise wissen wir nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, weil gesehen hat dann kein Mensch. Ja. Die Leute dann wissen dann, sie zum auch nichts gesehen, die nur den Kescher gehört und sind hinterhergegangen. Nicht? Aber zeigen gibt es gar nicht. Okay. Von unserem Rochzimmer der Verkehrsschwerpunkt schaut jetzt auf die Wohnadresse von Ringel. Warum der Fahrzeuglenker des weißen Kleinbusses geflüchtet ist, stellt die Verkehrspolizisten vor ein Rätsel. Komisch. Bezirksinspektor Harald inspiziert das Auto auf mögliche Hinweise. Ein bisschen eigenartig. Das Cabrio da vorne ist dem Bäcker den Bus da aufgefahren. So weit eigentlich ein ganz normaler Auffahrunfall. Wo ist der Bus? Ist der Bus dann ein Stück weiter gefahren? Der Lenker oder die Lenkerin, das ist zurzeit noch nicht bekannt, ist ausgestiegen, hat den Bus zugespielt und hat sich entfernt und ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Jetzt sind die Kollegen unterwegs, einmal zur Zulassungsadresse. Mal zu eruieren, wer ist unterwegs mit dem Fahrzeug, wo ist der Lenker, wieso ist der davon gerannt? Während der Unfall aufgenommen wird, ist der Lenker bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, FUG 101 mit ersten Bericht von der Unfallstelle. VU, PKW, PKW, ein verletzter UKH Meidling, männlich. Zweiter Lenker ist davon gelaufen, Fahrerflucht. PKW ist noch vor Ort verschlossen. Also über den Lenker vom Geflüchteten wissen wir gar nichts. Das ist total unbekannt. Wir wissen nur, der weiße PKW ist stadteinwärts gefahren, dahinter der rote, das Cabrio. Der weiße hat die Geschwindigkeit verringert, warum auch immer. Der rote hat sich mal mit der Bremse hinten drauf gemuscht. Das ist das Ergebnis. Wenn man sich die zwei Unfälle anschaut, also die zwei Beschädigungen anschaut, glaubt man eigentlich gar nicht, dass es ein Unfall ist. Auf jeden Fall, der Lenker von dem Fahrzeug ist verletzt worden, der ist dann ins Spital gekommen. Der ist dann fluchtartig aus dem Auto raus und irgendwo hingerannt. Den hat kein Mensch gesehen, man weiß nicht mehr, ob der männlich oder weiblich ist. In der Rossauer Kaserne im Wiener Gemeindebezirk Alsergrund ist eine Sondereinheit zusammenberufen worden, die ihren Schwerpunkt auf Schnellfahrer und Autotuner legt. Die sogenannten Roadrunner, wie sie von der Polizei genannt werden, stellen aufgrund ihrer illegal aufgemotzten Autos eine Gefahr für den Straßenverkehr dar und werden daher regelmäßig gefahndet. Herr Revierinspektor, was machen Sie heute für ein besonderes Planquadrat? Ja, wir haben heute wieder mal ein Roadrunner-Planquadrat, wenn wir schauen, was geht. Wie gesagt, am 15. April hat die Winterreifenpflicht in Österreich aufgehört. Das heißt, unsere Klienten haben eine Alufelgen und diverse Umbauten wieder umgebaut, so wie es halt nicht sein soll. Und das schauen wir jetzt einmal, ob wir was finden. Dementsprechendes. Ist das so ein spezielles Datum, dass die Leute das dann gleich umbauen, ja, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen? Ich sage mal, nein, das ist nicht so, aber ich sage mal, wenn einmal der ganze Schotter von der Straße ziemlich weg ist, dass die schönen Autos keine Backup bekommen, dann ist es soweit. Revierinspektor Roger ist bereits seit vielen Jahren bei der Verkehrsabteilung. Er kennt die geheimen Treffpunkte der Tuning-Szene. Diesmal geht dem Polizisten jedoch kein Roadrunner ins Netz, sondern ein Motorradfahrer. Aufgrund seiner viel zu hohen Geschwindigkeit sticht er den Polizisten sofort ins Auge.
Wie schnell man da fahren darf, wissen Sie, oder? Weiß ich, ja. Wie viel? 50. Sehr gut. Wie schnell sind Sie gefahren? Ein bisschen schneller. Ja? Wie viel so ein bisschen? Das weiß ich nicht gerade. Ich weiß ganz genau. Wie ist es? Ich hab's aufgenommen. Führerscheinentzug. Da haben wir schon das erste Problem. Ja? Ich bin gerade beim Führerschein machen. Super. Wir waren gerade draußen am Felsendorf Parkplatz üben. Mhm. Und ich Blödmann habe ihm gesagt. Sie haben keinen A-Schein, ne? Nein. Oder gar keinen? Ich habe einen B-Schein, 10 Jahre. Ja, kriegen Sie mal. So hat das sich im Moment. Das ist vom Auto. Sehr gut. Dann fahren Sie noch bei Gelb und fahren genau mit 99 km/h über die Ampel drüber. Das gefällt mir sehr gut. Muss jetzt da blöd wissen Sie. Das ist jetzt sehr gut. Gut, dann geben Sie mir einen anderen Führerschein und den Zulassungsschein. Und das ist Ihr Freund da, ne? Ja, mit dem Sie noch gematcht haben. Nein, also er ist mit der Maschine hingefahren zum Parkplatz und nicht mit dem Auto. Und so geben Sie mir einen Zulassungsschein. Ja, ich suche da den richtigen. Das sind die vom Auto. Wem gehört das Motorrad? Mir gehört. Sie sind der Zulassungsbesitzer. Ja, der bin ich. Sofort. Sie haben schon ein Motorrad, obwohl Sie noch gar keinen Schein haben. Ich bin gerade beim Schein machen. Ja, Sie haben keinen Führerschein. Das ist wurscht, ob Sie gerade dabei sind oder nicht. Sie haben keinen Führerschein. Sie sind quasi ein Selbststeller, ja? Wissen Sie, was ich meine? Nein. Ja, wenn Sie sich nicht so aufführen, dann wird Ihnen die Polizei auch nicht nachfahren, ja? Da muss ich schon ein großes Pech haben, dass Sie mich gerade aufhalten, obwohl ich keinen Führerschein habe, ja? Aber wenn Sie damit dann fast einen 100er fahren, dann bei Gelb über die Ampel noch drüber, obwohl Sie locker bremsen hätten können, ja? Und dann haben Sie keinen Führerschein mit, weil Sie gar keinen haben, dann sind Sie ein Selbststeller, ja? Der Fahrer vertraut auf sein Verhandlungsgeschick und ist optimistisch. Wie hart ist das für Sie? Ja, jetzt kann ich nichts machen. Was soll man machen? Eine teure Strafe bleibt dem Lenker jedoch nicht erspart. Haben Sie schon mal irgendwas zu tun gehabt mit uns? Ich habe 10 Jahre den B-Führerschein. Ja, das hat mit dir nichts zu tun. Das war die erste Fahrt, wo ich dumm war jetzt. Ja. Normal hätte jeder Freund fahren müssen und ich, Scheitling, haben wir gedacht, nein, den Heimweg wird noch gehen. Ja. Schauen, solange nichts passiert, ja, dann werden Sie immer mit einer Geldstrafe auskommen. Ja. Also jetzt bleibt es nur eine Geldstrafe? Ja, das kann ich nicht beurteilen, das macht der zuständige Journalbeamte für den 23. Bezirk. Ja. Ich kann nur die Anzeige schreiben, ja. Soweit ist das einmal. Und Auge zu drücken kann man keins? Bitte? Irgendein Auge zu drücken oder sowas gibt's? Das kann ich nicht machen, weil dann mache ich mich strafbar, ja? Und das mache ich sicher nicht wegen Ihnen. Ja? Okay? Weil wenn wir da jetzt ein Auge zudrücken würden, ja, und 2 Kurven später passiert dem was, dann sind wir komplett dran. Das ist ein gräber Amtsmissbrauch bis zum quasi Auslauf von der Dienstkarriere. Das ist vorbei dann. Ja? Das heißt, Sie könnten auch dann gekündigt werden, ja, wenn sicher, Sie da ein Auge zudrücken würden? Ja, sicher, bei solchen Situationen auf jeden Fall. Das ist ein ganz schwerer Amtsmissbrauch. Ne? Und das machen wir sicher nicht. Mir ist schon so viel erzählt worden, das können Sie sich noch gar nicht vorstellen. Ja? Wie gesagt, das Motorrad, die Weiterfahrt ist untersagt. Sie dürfen auf gar keinen Fall mehr fahren. Ja? Sie können es gerne abschleppen lassen oder Sie können jemanden damit fahren lassen, der einen A-Führerschein hat. Und somit ist das erledigt. Ja. Alles andere kommt mit der Post. Und das war's dann von unserer Seite aus. Ich will sagen Dankeschön, aber gut. Schönen Abend. Ist nicht so schlimm, die Strafe. Ist nicht so schlimm, das, was ihr erwartet. Wenn es nur die 350 Euro sind, dann nicht. Nein. Gut, schauen wir noch. Ob der Herr seinen Führerschein abgeben muss, entscheidet in weiterer Folge der zuständige Journalbeamte. Erstmals bleibt der Lenker in Besitz seines B-Führerscheins. Der eigenartige Zusammenstoß zwischen einem Cabrio und einem weißen Kleinbus konnte noch nicht aufgeklärt werden. Zeugenaussagen zufolge ist der Lenker des Kleinbusses geflüchtet, doch keiner hat tatsächlich jemanden zu Gesicht bekommen. Einen riesengroßen Knall gehört. Und dann haben wir das rüber geschaut, haben das Auto herfahren gesehen und sind eben raus, weil wir schauen wollten, ob wer verletzt ist. Und dann hat man da noch im Bus ausruhen gesehen, in Weißer. Dann haben wir sich um den gekümmert, haben sich gedacht, irgendwann einmal wieder der Lenker gekümmert. Man weiß, keiner gekümmert, haben wir jeden gefragt, der was da gestanden ist, da sind mehrere Leute gestanden.
Und dann sind wir eigentlich, 5-10 Minuten sind wir vierte und haben geschaut, haben das leere Auto gesehen. Das war dann schon versperrt und alles, also haben Sie niemanden davor rennen gesehen? Aber wir haben niemanden rennen gesehen, nein. Wie geht's den Lenker vom Opel? Ja, der vom Opel hat so gewirkt, dass er so einen Schock gehabt. Wir haben gesagt, dass sie sich mal hinsetzen, dass er nicht umkippt. Und beim Auge hat man irgendwie gemerkt, dass er entweder auf die Sonnenblenden an. Also da eben ein bisschen Farbe gekriegt. Ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie erste Hilfe leisten? Ja, normalerweise schon, ja. Dass ich zum Notruf anrufe oder was. Mittlerweile hat die Polizei den Zulassungsbesitzer des Kleinbusses ausfindig gemacht. Er behauptet jedoch seit einem Tag nicht mit dem Auto gefahren zu sein. Sind Sie mit dem Auto gefahren? Gestern. Gestern? Wieso wissen Sie, dass das Auto da gestanden ist? Ja, ich parke immer da. Sie haben da eingeparkt? Ja. Gestern am wann? Um, wenn Sie mitgehen, dann müssen Sie. Na, die Uhrzeit? Ja. Sie werden schon wissen. Ja, die wissen Sie. Sie glauben, Sie haben ihn da gesehen? Ja, aber ist wurscht, ja. Nein. Ich war nicht heute. Lange? Ich war nicht heute da, oder? Gestern war ich da. Gestern? Heute nicht. Hör mal, wo zu Hause ist. Bitte, los. Gut, sag's mal mit der Anzeigenbestätigung nochmal. Dann der Kollege, okay, passt. So, Sie haben gestern das Auto hergestellt. Da war ja. Gut, Sie haben das Auto dort hingestellt und dann? Sind Sie zu Hause oder was? Ja, gestern war ich zu Hause, ja. Ja, bitte, beim Augenlicht der Kinder haben die Leute geschwört und haben sie ausgeschaut, dass sie gelogen haben. Die verschiedenen Interpretationen der Zeugen über den Unfallhergang sorgen bei der Polizei für Verwirrung. Ich schaue jetzt, wie der Sitz ist und ich schaue, ob ein Gang drinnen ist im Auto. Weil nach seiner Version ist das Auto hier geparkt gewesen. Und das Auto geparkt war. Und das ist bis davor gerollt. Da muss ein Leerlauf drin sein, da kann kein Gang drinnen sein. Das werden wir jetzt einmal überprüfen. Wir werden jetzt alles überprüfen, ob die Version, die der Zulassungsbesitzer sagt, ob das stimmen kann. Die Begutachtung des Autos bringt etwas Klarheit. Der Kleinbus ist tatsächlich im Leerlauf und die Handbremse ist nicht angezogen. Die Aussage des Autobesitzers wird daher immer plausibler, obwohl Zeugen kein parkendes Fahrzeug bemerkt haben. Kann man nicht sagen, man müsste jetzt einmal wahrscheinlich nachschauen, ob ein Gang drin ist, ob keiner drin ist, ob er nur abbremst ist, wenn er nur mit der Bremsen abbremst ist und das ist schlecht, kann natürlich schon sein, dass sich das Auto bewegt hat. Wenn ein Gang drin ist, würde ich sagen, wenn ich aber einen Masterbrief, dann war der im Opel wahrscheinlich tot, würde ich sagen. Wenn also ein Gang drin ist, kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich das Auto so weit bewegt. Was hat denn der vielleicht gesagt, die andere Lenkerin? Hat der gesagt, dass der PKW in Bewegung war? Ja, das war letztes. Was hat der gesagt? Es ist ein Auffallunfall gekommen. Hat der gesagt, dass der Fahrzeug in Bewegung war, dass der da gefahren ist, oder ist er selber sogar gestanden? Nein, der ist gefahren. Der ist normal gefahren. Sie hat sich ganz normal gesagt, sie ist die ganze Zeit schon hinterher gefahren. Ich bin Bus, Herr Hinterher, was bleibt da, wenn er sich dann nicht zusammenführt? Länger Verkehr. Er ist ganz normal gefahren. Auffallunfall. Genau. Und er ist dann weitergefahren, dann ist er da stehen geblieben. In Wien gibt es vermehrt Plätze, die von Roadrunnern gerne aufgesucht werden, um sich mit Gleichgesinnten ein Rennen zu liefern. Die Verkehrspolizisten werden um Mitternacht Zeugen eines Duells zwischen zwei Autos. Ein Opel-Fahrer provoziert mit seinem Fahrverhalten andere Fahrzeuge und versucht, sich mit anderen Verkehrsteilnehmern zu matchen. Unverzüglich wird die Verfolgung aufgenommen. Guten Abend. Bitte mit Führerschein und Zulassungsschein am Gehsteig, bitte. Was war denn das jetzt? Nein, sowas war das nicht.
Weil Sie nicht nach Hause gehen wollen, fahren Sie jetzt die Triester Straße rauf und runter. Ja, und jetzt wollte ich nach Hause gehen. Und jetzt wollten Sie nach Hause. Und warum tut man sich da Wettrennen liefern mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen? Wissen Sie nicht? Ja, ich muss mir das jetzt genau auswerten. Ich habe da nur drei wirkliche Nachfahrten, die ich ihm geben kann. Er versucht ja schon die ganze Zeit auf der Triester Straße rauf und runter zu fahren. Er hat sie mit einem Fahrzeuglenker. Da kann man eigentlich schon von einem Wettrennen sprechen. Wie schnell geht der Opel? Weiß ich nicht, 200. Wirklich, so schnell? Ich glaub schon. Aber da fahren ja manchmal auf der Triester Straße so aufgemotzte Autos. Ja, das ist nicht aufgemotzt, das ist von mir und Vater. Hat man Chance gegen so aufgemotzte Autos? Nein, keine Chance. Ja, wir sind auf einer Geschwindigkeit abzüglich der Messtoleranz von 96 km/h im 50er-Bereich. Das ist ein Probeführerschein und der ist jetzt vorläufig abgenommen. Ja, Sie kriegen dann vom Verkehrsamt einen Bescheid, ja, wann Sie den Führerschein wiederbekommen. Ja. Ja, das Ganze geht natürlich mit einer Anzeige. Sie kriegen eine Geldstrafe dafür. Wir werden mir das genau auswerten. Sie haben keinen einzigen Fahrstreifenwechsel angezeigt. Bei Wettfahrten ist die Verkehrszuverlässigkeit auf keinen Fall gegeben. Noch dazu mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung im Ortsgebiet mit mehr als 40 km/h. Ein Probeführerschein ist das auch noch. Also ich habe gleich drei schwerwiegende Gründe, warum eigentlich die Verkehrssicherheit bei dem Herrn nicht mehr gegeben ist. Und aufgrund eines Wettrennens wird der Führerschein vor Ort abgenommen und der Rest geht dann mit der Anzeige bzw. über das Verkehrsamt weiter und sie entscheiden dann über die Dauer bzw. über die Strafe. Ja, warum duellieren Sie sich mit den ganzen Fahrzeuglenker? Also ich habe nur mit dem jetzt, mit dem Audi, aber... Naja, es war der Fabia auch schon. Nur hat der Fabia dann aufgehört. Da waren wir noch im 70er-Bereich drinnen, ne? Nur beim Audi waren wir im 50er drinnen. Das geht jetzt, das ist das dritte Auto. Ab der Computerstraße haben wir sie jetzt mit drei Autos angelegt. Und jetzt erklären Sie mir, warum ich im Ortsgebiet mit 96 km/h fahren muss. Noch dazu, wenn ich einen anderen beweisen muss, dass ich schneller bin. Muss man nicht. Was sagen Sie dazu, dass der Führerschein weg ist? Was soll ich sagen dazu? Ist das schlimm? Ja, schon. Brauchen Sie den beruflich? Ja.